Moin und hallo. Kleines Update zu meiner Wohnungssuche. Also ich habe relativ sicher eine Wohnung. Ich bin gerade mit der Hausverwaltung in Kontakt und habe denen auch schon alles geschickt, was die an Dokumenten brauchen. Der Mietvertrag ist demnach natürlich noch nicht unterschrieben. Ich war jetzt letztes Wochenende in Aachen und habe mir 3 Wohnungen angesehen. 2 WGs, die mir auch sehr gut gefallen haben, ehrlich gesagt. Und halt diese Einzimmerwohnung. Und naja, eine Einzimmerwohnung schlägt natürlich eine WG. Einfach aus dem Grund, weil ich gerne allein wohne. Und weil ich natürlich auch gute 7 Jahre, also aufgerundet 7 Jahre, in Aachen leben möchte. Allein wegen des Studiums und auch wegen der Doktorarbeit und so weiter. Also das werden schon um die 7 Jahre werden, vielleicht sogar länger, je nachdem, ob ich vielleicht auch mal ein zusätzliches Semester irgendwie mache. Das weiß man ja noch nicht. Aber ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass das jetzt alles dann langsam sein Ende findet und ich den Mietvertrag zugesendet bekomme. Also es hieß, dass es kein Problem ist, dass man das postalisch auch regelt. Ich sag's euch, wenn dieser Mietvertrag unterschrieben ist, ich bin ja jetzt schon total glücklich und ich glaube, das wird was. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen, wenn man mit der Hausverwaltung schon so viel Kontakt hat und die alle Unterlagen von einem wollen. Und ich weiß auch, dass die Vormieterin eben nur mich vorgeschlagen hat. Also zumindest wurde es behauptet und ich gehe jetzt mal stark davon aus. Weil ich auch sehr viele Möbel übernehme und abkaufe und so weiter. Und das ist, glaube ich, ganz gut, dass ich da so ein einfacher Umgang bin und ganz viel Arbeit der Vormieterin auch sozusagen gleichzeitig abnehme, indem ich ihr Arbeit erspare. Also zum Beispiel, dass sie irgendwelche Möbel verkaufen muss auf eBay oder so. Ich creme mich übrigens gerade mit Sonnencreme ein, weil ich Hauttyp 1 bin und die paar Meter zum Bus möchte ich nicht verbrennen. Ich habe heute, glaube ich, den 58. Tag in meinem Pflegepraktikum. Ich freue mich auf die Zeit in Aachen. Ich freue mich aber auch, oder ja, ich freue mich, es klingt so komisch, aber ich genieße gerade die Zeit hier bei meiner Mama. Denn sind wir mal ehrlich, wenn ich anfange zu studieren, wird das das letzte Mal gewesen sein, dass ich so viel Zeit mit meiner Mama verbringen kann. Auch sehr aufregend, meine Schwester zieht ja auch gerade um. Die geht ja jetzt aufs Bayern-Kolleg, so wie ich vorher. Also es ist eine sehr aufregende Zeit momentan. Beide Kinder ziehen wieder um, meine arme Mutter. Ich schaue momentan die Serie Charité. Was heißt, ich schaue sie? Ich suchte sie durch. Ich bin schon bei der 3. Staffel. Und ich liebe diese Serie. Also wenn ihr irgendwie medizinisches Interesse habt oder auch einfach allgemein gut gemachte Serien gerne schaut, dann schaut euch Charité an. Diese Serie ist einfach der Hammer. Es ereignete sich ein kleiner Arbeitsunfall, bei dem ich eine in die Fresse bekommen habe. Es war natürlich alles unabsichtlich. Aber hey, es ist gut, wenn man die Notaufnahme direkt im selben Haus hat, wie wo man arbeitet. Dann war auch schon der 27.08. und meine Schwester war zu Besuch. Ich kriege ein Geschenk von meiner Schwester. Oh! Halt nicht echt, das ist so teuer. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott, können wir das heute gucken? Ja! Das habe ich literally gerade noch gehört. Ja, da ist der Soundtrack dabei, der deutsche. Den wolltest du doch. Ja. Hallo Sterbliche. Ich bin auch sterblich. Eigentlich hatte ich gar nicht vor zu filmen, aber ich werde heute das erste Mal selber Marmelade machen. Deshalb filme ich das. So. Ja, ich mache Marmelade. Das sind Pfirsiche, wie man natürlich erkennen kann anhand der 11 Pakete. Was? Anhand der Pfirsiche. Und meine Mutter traut mir zu, dass ich das jetzt alleine hinbekomme. Ich habe ja immerhin Abitur. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich weiß nur, dass ich als erstes lesen muss. Das waren jetzt 2 Kilogramm Früchte, oder? Und das lesen wir danach nochmal. Wir gucken jetzt erstmal, wie viele Früchte das werden. Mama, ich muss jetzt richtig professionell für meinen Vlog wirken. Ach so. Ja. Fange ich mit meiner assi-nassen Hose einfach. Teilweise, weil ich versucht habe, die Hunde sauber zu machen. Und teilweise, oh mein Gott. Ich glaube, ich habe noch nie
Pfirsichmarmelade gegessen. So, ich nehme jetzt erstmal die Entkernung vor und dann werde ich auch noch die nicht so guten Stellen abschneiden. Okay, die sind jetzt alle entkernt und die schlechten Stellen sind rausgeschnitten und jetzt fahre ich weiter hiermit vor Ort. Gut, bei knapp 2 Kilo Früchten fügen wir 2 von diesen Packungen hinzu. Keine Werbung. Oder keine Werbung im Sinne von, dass ich dafür bezahlt werde, whatever. Das soll dann so aussehen. Und jetzt muss ich nochmal auf die Packung gucken, was ich als nächstes machen muss. Gott sei Dank habe ich die noch nicht weggeworfen. Mutti, da steht jetzt, ich soll das vermischen und 3 Stunden ziehen lassen, gegebenenfalls über Nacht. Quatsch, das ist nur bei anderer Marmelade, bei Gelee. Ach so. Du hast bei Gelee gelesen. Fruchtige Brotaufstriche. Aber ich mache das einfach so, wie du mir das erklärst. Du kannst ja deine Schwester rühren lassen. Assistentin, würden Sie hier einmal bitte hier assistieren mit der Filmkamera? Okay. Jetzt ist es schlecht, die Kamera. So, dass Sie einmal sehen, werte Zuschauerschaft, wie das denn aussieht. Ja. Es wird schon langsam sehr breich. Pfirsichmarmelade. Heute im Angebot. Wie viel kostet sie denn, Svenja? 1,99. Was? 1,99? Das ist ja der Hammer. Für einen Löffel. Der Löffel kostet zusätzlich 5,99 €, ist nicht ein Begriff im Preis. Dem Ding schlabberst du. Du hättest umgekehrt da reinkippen müssen. Das Ding ist doch jetzt von draußen dreckig. Ja. Der Rand von den Gläsern darf nicht. Ich hätte den schweren Topf jetzt nehmen sollen. Ja, oder mit einer Suppenkelle oder was denn? Ah ja. Kipp's wieder zurück und mach das Ding bitte sauber. Tisch einmal andersrum hinstellen. Und ich hoffe, es läuft nicht aus. Ich verstehe, das ist wahrscheinlich schon so ein bisschen eine Sauerei, was ich hier gerade anstelle. Der Trick beim Marmeladekochen ist, dass die Marmelade knallerheiß ist. Knallerheiß. Sehen Sie hier das Schlachtfeld und das Ergebnis? Unboxing-Video. Oha. Deutsche Version. Hoffentlich ist der Fan gut, ey. Wenn der nicht gut ist, ne? Wenn der nicht gut ist. Dann rufe ich da an. Dann ruft die da an. Glück mal. Melde ich. Bitte. Lea, komm, wir wollen den Film gucken. Wir wollen hier keinen... Ich will ja nur für meinen Vlog. Weißt du? Ja. Oha. Ein kurzes Fazit zu Belle, dem Film. Ich fand ihn visuell richtig schön. Ich werde ihn auf jeden Fall noch 1-2 Mal schauen. Er ist ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, das ist von dem Produzenten relativ normal, dass man da so ein bisschen verwirrt ist und nicht alles sofort checkt. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr hineininterpretiert, dann ja, vielleicht kommt einem das ein oder andere dann doch nochmal logischer vor. Aber ansonsten mega geil. Wir haben Dienstag, den 30. August 2022. Warum sage ich das? Weil wir noch genau einen Tag im August haben, wo das 9-Euro-Ticket gilt. Storytime. Ich habe mir vor einer Woche, vorausschauend, wie ich bin, bereits ein Monatsticket für die Busstrecke, die ich jetzt immer fahren muss, für das Pflegepraktikum gekauft. Dieses Ticket hat ungelogen 158 € ein paar zerquetschte oder so gekostet, also knapp 160 €. Da das nicht wenig Spinners. So, jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe dieses Ticket, dieses Kärtchen, ich blende es euch auch mal ein, wie das am Anfang aussah, als ich es gekauft habe, habe ich mit Tesafilm überklebt, weil ich dachte, dieses dünne Papier, dieses Thermopapier, wie ich jetzt mittlerweile gelernt habe,
Das möchte ich natürlich möglichst den ganzen Monat verwenden. Und wenn das so rissig ist und so schnell zerknittert oder kaputt geht oder was weiß ich denn nicht, ist das schlecht, weil vielleicht kann man dann irgendwann das nicht mehr verwenden als Ticket und das wäre schlecht. Ja, ich möchte es gerne, wenn ich schon so viel Geld zahle, den ganzen Monat verwenden. Heute Morgen hole ich meinen Geldbeutel hervor, einfach aus Paranoia, weil ich mir denke, ich gucke nochmal, ob meine Karte wirklich drin ist, damit ich übermorgen dann diese nutzen kann. Und dann sehe ich das hier. Die Schrift ist einfach sowas von krass verblasst innerhalb dieser einen Woche. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob es jetzt die Wärmeeinwirkung war, obwohl die Karte lichtgeschützt, wärmegeschützt die ganze Zeit gelagert war. Mein Geldbeutel war nicht in der prallen Sonne oder sonst was gelegen. Oder ob es vielleicht auch einfach am Tesafilm lag, also an dem Kleber, dass es irgendwie reagiert hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich einen Herzkasper fast bekommen heute Morgen und habe mich dann erkundigt. Die Moral der Geschichte ist sozusagen, dass man Fahrkarten gar nicht laminieren darf, weil sie dann ungültig werden. Das nur so als Side-Fact. Also Leute, ich meine, bei den Tickets, die abgescannt werden müssen vom Bahnpersonal oder Tickets, wo man dann so einen Stempel drauf bekommt, das ist für mich total logisch, dass die nicht laminiert werden dürfen. Das macht ja auch voll Sinn. Aber so eine Busfahrkarte, die man ja wirklich einfach nur vorzeigt und die man den ganzen Monat verwendet, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir so ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen, denn diese knapp 160 Euro, die ich da gezahlt habe für dieses Ticket, damit ich zu meinem Pflegepraktikum komme, das auch noch unbezahlt ist, das muss man sich ja mal überlegen, das war das ganze Geld, was ich bekommen habe, beziehungsweise ich habe sogar noch was obendrauf legen müssen, aber letzten Endes das ganze Geld, was ich zum Abi geschenkt bekommen habe von meiner Familie, ist jetzt in diese Karte geflossen, nur damit ich jetzt noch den letzten Monat zum Pflegepraktikum kommen kann. Ihr könnt euch vorstellen, wie frustriert ich in dem Moment war, nicht zu wissen, ob ich mir jetzt eine neue kaufen muss oder ob ich die weiterverwenden kann. Und ich wusste ja jetzt aber nicht, wenn sich das so krass innerhalb von einer Woche verändert hat, ob das noch weiter verblasst, bis hin zu dem Punkt, wo man es wirklich nicht mehr lesen kann. Und dann wird es halt nicht mehr anerkannt von den Busfahrern. Long story short, ich bin extra nach Würzburg getuckert und das ist schon eine Strecke, aber meine Mama war so lieb. Ich hatte ihr am Morgen kurz geschildert, was die Situation ist. Und dann war sie, als ich Feierabend hatte, plötzlich vorm Krankenhaus gestanden, war so, let's go. Und dann sind wir einfach mal so gedüst nach Würzburg. Ja, und im WVV-Kundenzentrum konnte mir dann geholfen werden. Die nette Dame dort, also wirklich super, super freundlich, hat mir einfach eine neue Karte ausgedruckt. Und dann hat sie mir praktisch auch noch so eine Folie dafür gegeben, wo man das so reinstecken kann. Also Leute, warum erzähle ich euch das? Einfach zur Info, mir war es nicht bewusst. Laminiert eure Fahrkarten nicht. Ich habe mir jetzt gedacht, wenn ich praktisch nicht von dem Kundenzentrum was bekommen hätte, um meine Karte da reinzutun, hätte ich wahrscheinlich eine Klarsichtfolie genommen und die irgendwie ein bisschen auch zusammengeschnitten und da die Karte rein und dann diese Klarsichtfolie irgendwie mit Tesafilm zugemacht, weil dann kann man ja immer noch das auftrennen und die Karte unverändert rausholen. Das wäre jetzt so meine Idee. Aber ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Das war jetzt echt krass. Eine andere Sache, warum wackelt das hier immer so? Eine andere Sache, ich bin ja gerade an dieser Wohnung dran, diese Einzimmerwohnung, die ich super gerne hätte. Und am Donnerstag habe ich praktisch nochmal die Nachricht bekommen, dass ich von meiner Bürgin, also von meiner Mama, auch nochmal so einen Bonitätscheck benötige. Kurzfristig stand in der E-Mail und ich war so, ja, ich muss es erstmal beantragen, ne? Und dann sind es ja 3 Werktage, bis das dann da ist. Es hat mich jetzt auch gestern genervt, dass es noch nicht da war. Und heute war es aber in der Post und ich habe es jetzt gerade per E-Mail an die Hausverwaltung gesendet und ja, drückt mir die Daumen, dass es jetzt mit dieser Wohnung funktioniert, weil das ist einfach meine absolute Traumwohnung in Aachen, wo ich dann studieren werde. Also viele Probleme haben sich jetzt einfach in Luft aufgelöst und das ist gerade ein richtig schönes Gefühl. Ich wollte noch eine Sache erzählen. Heute ist etwas sehr, sehr, sehr Cooles passiert. Ich durfte bei einer Herzkatheteruntersuchung dabei sein und ich habe gesehen, wie ein Stent gesetzt wird.
Oh, das war so cool. Ich habe mich gefreut, weil das war wirklich ganz, ganz spontan. Da hat mich dann die eine Schwester gefragt, ob ich Lust hätte, dabei zu sein. Und dann hat sie für mich gefragt, ob ich als Praktikantin, die ja dann Medizin studieren wird in Zukunft, euch mitgucken darf. Und die waren total entspannt alle. Und die eine Schwester hat mir dann auch ganz viel erklärt nebenher. Und der Doktor war auch total nett, der das dann gemacht hat. Also ja, die waren, das ganze Team war so, so freundlich. Oh, es ist einfach so interessant, obwohl ich zugegebenermaßen fast nichts erkannt habe. Also ich meine, einiges erkannt zu haben, aber ich glaube, jemand, der ein geschultes Auge hat, hätte mir theoretisch sagen können, nee, der Stand ist ganz woanders oder weiß ich nicht. Aber trotzdem, das, was ich gesehen habe, ist immer sowas von cool und ich kann es kaum erwarten, erkennen zu können in Zukunft an diesen diagnostischen Bildern, an diesen Röntgenbildern. Ja, irgendwann zu wissen, dieser schwarze Schatten im Röntgenbild ist ganz normal und dieses kleine Fitzelding, was du gar nicht bemerkt hättest, wenn du nicht danach gesucht hättest, das ist auffällig. Das sind halt die Dinge, die man lernt mit der Zeit, nicht wahr? Aber trotzdem, eine super coole Erfahrung. Es hat so Spaß gemacht, auch dem Operateur zuzusehen, wie der da jeden Handgriff wie im Schlaf konnte. Und diese ganzen Monitore und worauf man also alles achten muss. Es ist einfach auch dieses sterile Umfeld mal wieder zu sehen. Oh, ich vermisse das ja schon ein bisschen. Als ich damals beim Gefäßchirurgen gearbeitet habe, hat er ja praktisch auch als Belegarzt operiert und da durfte ich auch mit assistieren. Und irgendwie vermisse ich es ein bisschen. Ich freue mich schon. Ich hoffe, im Medizinstudium kommt dann auch irgendwann der Moment, wo ich dann mal wieder im OP stehen darf. Ich bin froh, dass ich jetzt daheim bin. In Würzburg habe ich mir Donuts mitgenommen für teuer Geld, aber zur Feier des Tages gönnen Mama und ich uns das jetzt. Sie kocht sogar gerade netterweise. Ja, ist ja nice. Du wirst genau beobachtet, Mama. Hammer, oder? Mhm. Kleiner Stasi-Hund. Ist die Kamera? Oh. Ja, aber guck mal, man sieht dich fast nicht. Okay. Siehst du nicht von da aus, ne? Alles gut. Prost! Tschüss! Ah, tschüss! Echt? Ich glaube schon. Drück mal, das ist hart. Der 1. September 2022 und heute ist mein 67. Tag des Pflegepraktikums. Auf zum Frühdienst! Es ist gerade eigentlich Fütterungszeit und ich wollte euch mal zeigen, was passiert, wenn ich einfach die Küche verlasse. Es ist nämlich normalerweise so, dass dann die Hunde die Katze vorschicken. Die Katze guckt dann. Aber ich glaube, heute kommt die Chefin selber und holt mich. Ja, Wupsi, was ist denn los? Oha, oha, okay. Du hast so einen Hunger. Ja, ich füttere euch jetzt. Ich füttere euch jetzt. Oh Gott, ich bin so eine Rabenmutter, gell? Ja, okay, okay. Let's go. Let's go. Jetzt geht's los. Jetzt, los. Auf nach unten. Auf nach unten. Jetzt gibt's Essen. Sie sehen nun einen Ausschnitt des Dramas Katz, Hund und Hund.
Was hat das denn so lange gedauert? Kriegen wir jetzt Futter? Ich musste sie sogar extra holen. Das nächste Mal mache ich das wieder, dann geht es schneller. Kriegen wir jetzt Futter? Nee, pass mal auf, Kollegin, ja. Ich bin sofort hochgegangen und habe sie geholt. Okay, viel schneller wäre es nicht gegangen. Naja, zumindest so schnell, wie es mit solchen Stummelbeinchen eben geht, nicht wahr? Ich habe Lust auf Futter. Ey, willst du mich verhohnepiepeln? Sie ist doch jetzt da. Ich weiß nicht, was mit euch Katzen eigentlich immer ist. Ihr seid sowas von lost. Warum beleidigst du meine Beine? Was soll das? Ach, halt doch die Klappe. Nein, du hältst die Klappe. Nein, du. Nein, du hältst die Klappe. Nein, du. Du hältst die Klappe. Ach, halt du Nein, die du Klappe. Hältst die Klappe. Nein, du hältst die Klappe. Nein, du hältst die Klappe. Doch beide die Klappe. Ich meine ja nur, was weil, mischst du dich denn ja, jetzt genau. hier so ein? Halt die Klappe, wenn zwei das? Erwachsene halt sich unterhalten. Oben, also ja. wirklich. Echt, ey. Wuppi? Emmy? Bumi? Während ich auf die Hunde warte, kann ich euch ja ein bisschen von meinem Tag erzählen, in der Hoffnung, dass keine Radfahrer vorbeikommen, denn dann wird es echt peinlich. Wir haben ja heute Freitag, das heißt, ich habe ein freies Wochenende. Heute durfte ich mit der Visite mitlaufen und das war so cool. Das war echt so cool. Es war auch etwas überfordernd. Eigentlich, ehrlich gesagt, musste ich gar nicht so viel machen. Die meiste Zeit habe ich nur zugesehen. Aber wenn ich dann was machen durfte, war ich meistens so ein bisschen langsam, weil ich halt noch nicht genau wusste, wo ich welche Pflaster finden kann oder Kompressen. Also ich wusste es schon ungefähr, aber dann wollten sie irgendwie genau diese Kompressengröße. Und dann musste ich genau diesen Einmalwaschlappen irgendwie holen, anstatt den, der da ist, verwenden zu können. Und dann ging der aber doch. Also es war so ein bisschen, ja, ich war überfordert, okay, mit der ganzen Situation. Aber es war auch verdammt cool, mit einem Oberarzt mitzulaufen. Ich weiß nicht, man merkt irgendwie Leuten an, dass sie Oberärzte sind. Die strahlen diese Attitüde aus, wo du merkst, okay, du hältst jetzt besser die Klappe oder, keine Ahnung, gehst ihnen mal besser aus dem Weg. Ich habe mich mal jetzt hingesetzt in der Hoffnung, dass das Bild dann etwas stabiler ist. Ja, man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass man nicht zu sehr im Weg stehen sollte, was ja logisch ist, gerade wenn man nicht weiß, was man tun darf oder kann, außer vielleicht mal ein Pflaster anreichen oder so. Aber irgendwie war es eine richtig krasse Erfahrung, auch dieser Zeitdruck, unter dem die Ärzte sind, dass die halt wirklich von Zimmer zu Zimmer hetzen. Das ist etwas, was mir überhaupt nicht in den Kram passt. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwann mal Visite machen muss als Assistenzärztin, dann werde ich mir definitiv mehr Zeit für die Leute nehmen. Ich will das nicht als Kritik irgendwie hier so hinstellen, sondern mehr so als, ich würde es anders machen. Das ist eher so ein persönliches Ding. Ich fand es jetzt nicht schlimm oder so. Also der Arzt hat sich definitiv genügend Zeit für die Leute genommen, nur für meinen Geschmack war es ein bisschen wenig. Nichtsdestotrotz war es eine echt coole Erfahrung, einfach mal von Zimmer 1 bis zum letzten mitlaufen zu dürfen. Ganz zum Schluss durfte ich dann sogar mit dem Assistenzarzt noch eine Wunde versorgen. In dem Zimmer waren wir dann sozusagen nur zu zweit. Und es war so cool, weil erst stand ich so da und dann hat er gemeint, komm mit und dass ich mitkommen darf. Und dann habe ich ihm halt assistiert bei der Wundversorgung, was meiner Meinung nach sehr gut funktioniert hat. Und es war einfach so cool. Und dann hat er sich noch bedankt, dass ich ihm geholfen habe. Und ich so, ja, danke, dass ich helfen durfte. Wie cool ist das? Das war irgendwie cool. Es ist schön, wenn man so ein bisschen im übertragenen Sinne an die Hand genommen wird und einem Sachen auch zugetraut werden. Und dann ist noch was richtig Dummes passiert. Ich habe ein Glas hingeworfen in den Aufzug. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Jedenfalls waren dann richtig fette Scherben in diesen Schlitzen, wo die Fahrstuhltür sozusagen zugeht. Und dann ging die Tür halt nicht mehr zu vom Fahrstuhl, weil ja, da Scherben drin waren. Das war richtig dumm und dann war der Fahrstuhl erstmal defekt, bis wir diese ganzen Scherben da rausbekommen haben. Das Gute war, dass die Techniker des Hauses, also die Hausmeister, schon bei uns auf der Station waren, weil eine andere Schwester es tatsächlich geschafft hat, den Schlüssel für den Giftschrank abzubrechen im Schloss. Also praktisch da, wo die ganzen starken Narkosemittel oder Schmerzmittel drin sind. Und deshalb waren die sowieso gerade da. Perfekt. Kurz vor Feierabend durften die nochmal ran. Und dann kam der halt mit seinem Staubsauger und hat diese restlichen Glasscherben, die ich nicht rausbekommen habe, da rausgesaugt.
Das war so der Fail des Tages, aber hey, Scherben bringen Glück, nicht wahr? Der coole Teil des Tages war definitiv die Visite. Das war so aufregend. Oh, mit so einem richtigen Oberarzt. Wie cool. Okay, Boys and Girls, ich habe gerade online meinen BAföG-Antrag abgeschickt. Heute ist der 4.9.2022. In 2 Tagen habe ich Geburtstag. Jetzt muss ich praktisch nur noch nachreichen die Wohnungsgeberbestätigung bzw. halt die Seite des Mietvertrages, wo die Unterschriften draufstehen. By the way, schaut mal, was ich hier habe. Der Mietvertrag, Leute. Wie geil. Ja, ich habe den natürlich in aller Ruhe durchgelesen, unterschrieben. Meine Bürgin hat auch unterschrieben. Und jetzt sende ich praktisch das gute Stück hier morgen per Einschreiben dann zurück. Denn ja, der Vermieter muss ja auch noch unterschreiben. Für den BAföG-Antrag kann ich praktisch noch nicht diese Seite einsenden, weil ja eben die Unterschrift noch fehlt vom Vermieter. Und eine andere Sache, die ich noch nachreichen muss, war eben die Krankenversicherungsbescheinigung und Pflegeversicherungsbescheinigung. Aber diese sind ja sozusagen zusammen von der Krankenkasse dann. Genau, das kann ich dann, glaube ich, aber erst machen. Beziehungsweise ich guck mal, vielleicht rufe ich da einfach nochmal an. Das mache ich dann aber morgen, denn heute ist Sonntag. Und jetzt habe ich das alles online gemacht, was total cool ist, dass das so easy peasy klappt. Also ich bin praktisch über die Seite der RWTH Aachen gegangen bezüglich BAföG-Antrag und dann konnte man das gleich online machen. Total cool. And I did that. Und das ist auf www.bafög-digital.de. Total schön einfach. I love it. Und so endet ein weiterer Vlog von Lea, Brigitte, Margret ohne vernünftiges Outro. War ja wieder klar. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin zugesehen haben. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Leas verrücktes Leben.